du kannst dich bei jeder Scheiße immer ankommen mit den hässlichen Kindern, Alter. Och, die Kinder, denkt einer an die Kinder. Hals, Maul. Ich pack mein Telefon mal aus, denn ich bin digital. Digital, ich bin noch jung, ich bin erst 29, nee, 30 bist du schon, ne, oder? Ich bin nicht 30. Du wirst 30 dieses Jahr. Ja, immerhin keine 32, so wie das Massaker von im Tiananmen Square. Egal, haben wir die Brücke geschlagen zum letzten Podcast. Können wir jetzt also anfangen mit dem heutigen Podcast? Heute werden keine Baumvergewaltigungen gemacht, aber ich habe trotzdem noch eine andere Sache. Eine witzige Sache mit einem Kind, das stirbt. Ich kann es kaum erwarten. Aber es ist fiktiv, von daher regt euch nicht auf, alles gut. Ein fiktives Kind, das stirbt. Ja, in Fiktion, das kennst du. Ja, Fiktion kenne ich. Ja. Lord Abaddon kennt nur Fick, aber wir kennen auch Fiktion bei Kindern. Ja, Lord Abaddon, auf jeden Fall, mit dem habe ich mich mal wieder beschäftigt. Ich habe nämlich Blackout Poetry gemacht zu seinen komischen, so wirst du reich, Bildern. Der ist ja jetzt so ein geiler, sehr alternativer. Übrigens, Geld ist sexy, Mann. Hat er ja auch recht. Geld macht ja auch irgendwie sexy. Ja, so sexy, dass die ganzen kleinen Kinder ankommen und sagen, oh Lord, oh Lord. Ja. Praise the Lord. So viel zu Nachrichten von vor 10 Jahren. Was ist denn diese Woche passiert? Das erklären wir euch. Wir sind Brennpunkt Internet. Namentlich Thymo Ynranja und Robian Nastrabimus. Nice. Und es ist Folge 119. Wir stehen kurz vorm Jubiläum. Yes. Wir haben ein Problem. Ja, zwei vielleicht sogar. Ich werde am Freitag geimpft, der jetzt kommt. Das heißt, es kann sein, dass ich am nächsten Tag flach liege und wir gar nicht aufnehmen können. Ja, nächstes Problem, es ist durchaus möglich, dass ich am Wochenende in Berlin bin. Siehste. Also muss ich die 120. Folge vielleicht eine Woche verschieben. Das macht ja nichts. Genau, die wird dafür umso geiler. Ich denke auch. Wir haben uns was Cooles überlegt. Yes. Da habe ich richtig Bock drauf. Worauf ich nicht so Bock drauf habe, ist also ein paar Nachrichten hier diese Woche. Da gab es viel, viel Negatives. Deswegen würde ich einfach mit dem kleinen Positiven anfangen. Ja, gerne, bitte. Dafür müsste ich aber jetzt eine Minute spoilern, Leute, und zwar Fear the Walking Dead. Ich habe es ja schon öfter angesprochen, ich will es einfach nochmal loswerden. Ich habe es auch im Stream schon gesagt, spult jetzt eine Minute vor, wenn ihr wirklich gar nicht zu dieser, naja, durchwachsenen, sehr geil bis sehr beschissenen Serie gespoilert werden wollt. Oder ich einfach auf die Timestamps achten. Genau. Die wir jetzt ganz pflegerisch. Genau. Ich mache jetzt mir hier eine Minute einen Countdown und jetzt wird gespoilert. Also, liebe Leute, es ist so geil. Ich gucke die Serie, ne? So, jetzt war großes Finale und da ist was passiert. Da ist so ein kleines Kind, also Jugendliche, keine Ahnung, aber sie ist schon auf jeden Fall ein Kind und sie ist so richtig fehlgeleitet und dumm. Die Schwester von so einer Antagonistin. Wie Thunberg. Und die ist richtig. Und die ist völlig durch. Die hat Fan-Favorite-Charaktere getötet und so. Und jeder hasst die. Und dann hat den Eindruck gemacht, als soll die jetzt wieder rehabilitiert werden. Und oh, jetzt ist sie vielleicht doch eine gute und man kann sie noch retten und bla, weil die ist ja ein kleines Kind und so. Und das dachte man erst. Aber dann, großes Finale, Atombomben fallen. Das ist richtig gut. Und sie steht da und es blitzt einfach nur und man sieht sie halt so für 5 Sekunden einfach nur komplett geröstet da so rumstehen. Da musste ich so lachen. Es war schockierend, es war lustig, es war einfach nur richtig gut. Ich liebe diese Serie dafür, was sie, wie strange sie manchmal ist. Das kann ich gar nicht nachfragen, weil du auf den Punkt fertig geworden bist. Yes. Aber es ist, also ohne es zu erzählen, aber ist es denn dann auch sicher, dass es jetzt passiert ist? Ja, auf jeden Fall. Okay. Sehr, sehr sicher. Okay. Auf jeden Fall. Kann das ja auch zur Serie passen, weißt du, weil die auch so... Ja. Naja, gut. Ich kenne die Serie überhaupt nicht, habe sie noch nie gesehen, ich will sie auch nicht sehen, aber klingt spannend und lustig. Es ist echt hart. Also wenn es so um Kinder geht, ja. Es ist super witzig. Ja, also das gibt's halt viel zu selten, sowas. Spoiler? Nö, jetzt nicht mehr. Ja, das war auf jeden Fall mein Highlight der Woche. Mein Highlight der Woche, ich suche gerade ein schönes Highlight der Woche, irgendwas Schönes, ich habe fast nur Schlechtes, ehrlich gesagt. Nein, wir können über die Ärzte sprechen am Anfang. Aha, was ist denn da schon wieder passiert? Wenn es auch dunkel geworden ist, ist für die Ärzte-Fans, denn das nach dem Album Hell vom letzten Jahr kommt jetzt dunkel. Ja, wer hätte das gedacht? Wurde geleakt, genau. Heaven oder dunkel war ja eh im Raum. Genau, und es
wurde ein Cover geleakt. Und es hieß erst, dass es wohl nur ein Fake sein könnte oder nur irgendwie ein Witz, haha, stimmt nicht und so. Aber ein Albumcover. Genau, Albumcover. Nicht ein dunkel. Cover von einem Song. Okay. Nö, und es ist halt so, wie Farin so einen Hut auf hat und so ganz mysteriös guckt und auch die anderen beiden gucken sehr mysteriös und so. Oh. Und es wurden auch schon Titel geleakt, die aber vielleicht nicht stimmen müssen. Aber die heißen zum Beispiel Rotzbremse, Penntüte, Romantik-Schuhgesicht. Also es sind alles so Beleidigungen und Betitelungen. Also kann es passieren, dass es nur so Platzhalter sind. Möglich. Für die Songs. Also wenn Bela einen Song über Schnurrbart macht, dann dreh ich durch. Kann ja auch toll werden. Ich meine, einmal ein Bier ist ja auch wieder so ein oh, tollen Bier-Song, ja, aber ja. Ist ja cool geworden letztendlich. Aber ist für mich was anderes irgendwie. Bier gibt irgendwie mehr her als, oh guck mal, der Mann hat einen Schnurrbart. Das ist eine Rotzbremse. Das hatten die ja auch schon auf Le Frisur. Da haben sie ja in jedem Song Bärte und Frisuren behandelt. Und Le Frisur ist nicht unbedingt das beste Album. Nee, aber ich finde es sehr gut. Ich habe das sehr viel gehört. Hm. War nicht das Schlechteste. Hm. Ich bin sehr gehypt. Es kommt im September raus. Und ich hoffe, dass es wieder tolle Videos geben wird. Dass es, im September schon. Das ist halt echt krass. Dachte September, Zeit, ne? Genau. Und wir als Ärztefans, die ja auch auf die Konzerte gehen, also ich gehe auf 4 Konzerte. Muss es nochmal sagen, ja, Tino? Es ist das Statussymbol der heutigen Zeit, der Konzertkarten. Und ich werde mich freuen, die neuen Songs mitsingen zu können. Und ich werde sehr enttäuscht sein. Gott, ich wollte doch nur das Mikrofon richten. Ja, jetzt fällt das ja alles auseinander. Das ist ein Billo-Mikrofon, es tut mir sehr leid. Und ich bin enttäuscht, wenn sie so tolle Songs wie Ich am Strand nicht live spielen werden. Aber das werden sie. Und ich stelle mir halt vor, wie sie im Refrain alle so die Hände so bewegen. Ich am Strand. Ich freue mich voll drauf. Das stellst du dir vor? Ja. Schön. Du bist richtig gehypt. Ich bin noch eher so moderat verhalten ein bisschen. Aber egal. Ja, wenn du keine Erwartungen hast, kannst du nicht enttäuscht werden, bla bla. Ich bin gehypt und die Ärzte haben mich noch nie enttäuscht. Hm. Außer bei auch. Ich wollte gerade sagen, hast du das Album auch gehört? Ja, wir hatten da schon viele Diskussionen drüber und ich finde auch, okay, ich finde es nicht das beste Album, aber das war eines, was ich sehr viel gehört habe und ich finde es einfach trotzdem gut. Aber wenn das nicht und Le Frisur nicht, welches ist denn dann das schlechteste Album? Ich muss sagen, ich bin kein Fan der frühen Werke. Also ich höre sie alle gerne, alle Songs, aber... Den ganzen Tag, rennst du der Kohle, der Sani, Alter, so gut, ja. Na doch, ich muss sagen, ich mag eher die Songs, als dann Rot dazugekommen ist. Das sind für mich die Alben, die ich richtig geil gefeiert habe und die ich richtig gern mag. Und die frühen Werke höre ich eher so am Rand, weil es dazugehört. Aber da waren sie noch richtig edgy mit Geschwisterliebe und so. Ja, das stimmt ja auch, aber es war noch so unpolitisch und so. Und ja, ist auch... Oder Käfer, das sind coole Songs. Oh. Aber ich mag die nicht ganz so gerne wie die neueren Werke. Na gut, meine langweilen Meinung. Wir die Leute, die Ärzte nicht so hören. Nicht mit den Ärzten. Es gibt nämlich eine wirklich viel wichtigere News. Diese Woche hat Tanzverbot getweetet, als ob Simon und Sabine getrennt sind. Mein Kopf ist kaputt. Als ob Simon und Sabine sind getrennt, oh mein Gott. Das weiß ich halt nicht mehr. Ich habe wirklich nur diesen Tanzverbot-Tweet gesehen und der Rest war mir egal. Aber ich wollte sie mit reinnehmen, weil ich es lustig fand. Weil Simon Unge und Sabine... Ach, okay. Weil Simon Unge hat nämlich damals so ein Video gemacht, wie sie ihn gerettet hat und so. Und jetzt sind die getrennt. Vor dem bösen Fleischkonsummonster, oder? Nee, dem ging es da nicht so gut und dann... Wie Cold Mirror damals in einem Klicksum-Interview gesagt hat, sie musste nur mal ordentlich bumsen, dann ging es ja besser. Stimmt, habe ich auch gesehen. War das diese Person, mit der Unge so ein Video gemacht hat, Partout, was so als Meme rumging? Ich weiß nicht, ob die das ist. Ich weiß, dass sie das ist, als es hier Erdbeben gab und sie ihn wie einen Hund anspricht. Ha, Simon, in den Türrahmen, komm! Simon, komm in den Türrahmen! Männer sind wie Hunde, das haben wir ja gelernt von hier Montana Black. Und Frauen sind wie Pizza und stark geschminkte Frauen sind wie kalte Pizza, immer noch gut. Richtig. Yes. Pizza kann nie enttäuschen, ist meine Meinung. Wer auch nie enttäuscht, ist David Hasselhoff. Mhm. Der hat jetzt einen viralen Hit gelandet durch seine Impfkampagne, denn ich weiß nicht, wer das beauftragt hat, aber auf jeden Fall hat er jetzt einen Werbespot gedreht, wie er auf seinem Balkon chillt und hat so erzählt, ja, ich habe mich impfen lassen, weil ich finde, dass wir in ein normales Leben zurückkehren wollen. Und was ich gelernt habe durch Corona ist, Tod. Corona bringt Tod und das soll nicht sein. Und deshalb Tod, das soll nicht sein. Und erst hat Hasselhoff die Mauer gesprengt, 89, und jetzt endlich auch die Impfmauer, die
die Impfmüdigkeitsmauer. Der hätte auch einfach sagen können, ey, impft euch, ihr Schweine, sonst baue ich die Mauer wieder auf. Ach so, oder so. Er hat es in der Hand. Aber es wollen viele, glaube ich. Ich glaube, es ist ein Drittel der Deutschen, sich die Mauer zurückwünscht. Hm. Laut Umfragen. Ja, kommt drauf an, ne? I've been looking for freedom, singt Hasselhoff jetzt auch seinen Ärzten entgegen, weil er jetzt wieder Freiheit haben möchte. Wenn die Mauer um die Grenzlinien von Freital gehen würde, zum Beispiel, würde ich das auch befürworten. Freital zumauern wäre auch so mein Programmpunkt. Ja. Wäre ich König von Deutschland. Arbeit macht Freital, sagen die da nämlich. Genau, immer. Genau. Hm. Ja, geil, der David. Aber ich muss sagen, das ist noch eine humane Variante. Es gibt nämlich in der größten Provinz von Pakistan eine andere Maßnahme. Da wird nämlich jeder, der sich nicht impfen lässt, darf nicht mehr David Hasselhoff hören. Oh. Das ist schon bitter, oder? Das ist eine bittere Strafe. Nee, eigentlich ist es so, jeder, der sich nicht impft, kriegt seine Telefonverwendung entzogen. Weil das über... Es ist wohl in Deutschland auch so, wusste ich noch gar nicht, dass das halt über ID läuft, also über Perso oder so, keine Ahnung. Kannst du denn noch, also wurde in den Kommentaren dazu geschrieben, aber kannst du nicht noch irgendwie SIM-Karten einfach so in der Tanke kaufen? Na, Prepaid, ja. Aber ist das irgendwie auf deinen Namen dann registriert? Weiß ich gar nicht, ich habe keinen Prepaid, keine Ahnung. So, und also in Pakistan ist es halt so, dass sie dann einfach deine Telefonfunktion ausschalten, weil sie deine SIM-Karte blockieren. Und das ist eine Maßnahme, die geht vielleicht 5 Steps zu weit. Ich habe letztens mit einem Arzt gesprochen, der in meinem Freundeskreis ist. Also der ist auch schon in Rente, aber macht halt noch so ehrenamtlich für die Impfungen durch und Tests an Schulen, in Altenheimen. Und er hat mir erzählt, er würde sich für eine Impfpflicht einsetzen. Er hat das nämlich verglichen mit der DDR damals, die Kinderlähmung. Da gab es auch dann eine Impfung und die DDR hat eine Impfpflicht eingeführt. Und die Kinderlähmung war verschwunden innerhalb kürzester Zeit. Ja, klar, Während die BRD noch jahrzehntelang rumgedümpelt hat, irgendwie mit der Kinderlähmung. Und es hat auch keinem irgendwie geschadet. Und er hat es eher als Wunder angesehen, dass innerhalb von so kurzer Zeit man einen Impfstoff erfinden konnte, gegen so einen komischen Virus ankämpfen können, der sich so seltsam verhält. Das heißt, er ist ja auch irgendwie virologisch ausgebildet und meinte, er hat noch nie in seiner Karriere einen Virus erlebt, der so unterschiedliche Folgen für die Menschen hat. Also hat er überhaupt keine Muster, außer das mit dem Geschmacksverlust. Das erleben wohl fast alle. Aber sonst wäre das Virus wohl richtig einzigartig. Da ist es ein Wunder, dass so ein Impfstoff erfunden worden ist. Aber er hat sich auch befasst mit der Impfung und er weiß, dass die trotzdem dieselben Standards erfüllt wie Impfungen, die es halt vorher schon gab für andere Erkrankungen. Ja, aber die Frage ist ja, was genau heißt denn das, wenn du dich dann vielleicht trotzdem weigerst? Also es gibt ja auch eine Gurtpflicht, wenn du keinen Gurt anhast, ja gut, dann kriegst du halt Strafe zahlen so. Das finde ich völlig fein. Aber wenn es heißt, hey, wenn ich dich einmal erwische, dass du ohne Gurt fährst, nehme ich dir dein Handy weg, das ist halt irgendwie nicht so geil. Naja, es geht auch so ein bisschen darum, die Grundrechte wieder zu erlangen. Und man kann ja echt sagen, ja, dass geimpfte Menschen halt wieder auf Konzerte gehen können, können sich innen das hinsetzen. Das ist ja super. So ich frage ja nur, wie soll das aussehen? Also wenn in der DDR, das kann ich mir ehrlich gesagt da nicht vorstellen, aber wenn die Leute dann irgendwie, weißt du, sich am Boden festkrallend in die Praxis geschleift worden und da wirklich zwangsgeimpft worden, dann finde ich das keine elegante Lösung. Das gab es ja auch zur Kinderlähmung in der DDR. Ja, frage ich ja. Ist das so abgelaufen, dass sie dann da hingeschleift wurden oder mussten die halt Strafe zahlen? Ich weiß nicht, wie es praktisch passiert ist. Das ist für mich halt ein krasser Unterschied. Du willst halt eigentlich nicht, dass eine Regierung, und da kommen wir vielleicht noch zu anderen Themen diese Woche, du willst ja nicht, dass eine Regierung irgendwie eine Macht hat, die du einem Hitler nicht geben würdest. So, weißt du? Und deswegen, weiß ich nicht, Strafe zahlen für nicht Gott anlegend, völlig fein, aber yo, du darfst jetzt nicht mehr telefonieren. Man muss immer so ein bisschen nach dem Zweck gucken, warum es Zwänge denn gibt. Ich meine, es gibt auch eine Anschnallpflicht, wogegen viele gewesen sind vor vielen Jahrzehnten. Ja, aber es ist ja trotzdem nicht schlimm, wenn du dich nicht anschnallst. Darauf will ich ja hinaus. Da zahlst du halt irgendwie ein bisschen Strafe und es ist okay. Und weil da kein Schaden ist, so deswegen gibt es ja keine Strafe. Ja. Und so ein Virus, wenn du halt nicht geimpft bist, dann richtest du halt schon größeren Schaden an. Und da finde ich staatliche Repressalien jetzt nicht die schlechteste Möglichkeit, das durchzusetzen. Ja, aber ich finde selbst das fairer, wenn man sagt, irgendwie dein Kind ist nicht geimpft und du darfst nicht das in den Kindergarten bringen, finde ich immer noch vernünftiger, als zu sagen, wir blockieren dir deine fucking SIM-Karte. Und ach so, da geht es um die konkreten Maßnahmen. Ja, ja, du kannst halt, also ich finde nicht, dass du wirklich,
dass du wirklich Leute mit Handschellen abholen kannst, in die Praxis schieben und denen eine Impfung in den Arm rammen. Das sehe ich einfach nicht. Das kannst du nicht bringen, weil dann kommt wirklich irgendwann ein Regime, was sowas ausnutzt. Und dann geht's ganz schnell, da findest du das nicht mehr cool. Kann ich auch wenn ich auf jeden Fall für Impfung bin. So, ne? Kann ich auch nicht sagen. Also ich kann nur sagen, dass ich halt, dass ich die Debatte gut finde, zu diskutieren, ob man eine Impfpflicht einführen sollte, eben weil unser Leben gerade so krass eingeschränkt ist, wobei momentan wirkt es überhaupt nicht so, durch die niedrigen Inzidenzen. Wir hatten zwischendurch eine Inzidenz von 9 in Weimar, was übelst krass ist. Aber alle wollen ja im Prinzip das Gleiche, und zwar die alte Freiheit wieder erlangen. Und es streiten sich halt nur über die Maßnahmen und wie ernst es zu nehmen ist. Ja. Ich meine, es ist Pakistan, habe ich jetzt ein extremeres Beispiel vielleicht auch angeführt, aber Deutschland ist ja auch nicht weit her. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem Staatstrojaner beschäftigt hast. Ja, Verlaub. Ist auch eine Meldung diese Woche. Naja, Leute, ich habe gerade Schluck auf. Aber für euch reicht's. Staatstrojaner, das heißt, auch ohne Verdacht, ja, und das ist das Insane, auch ohne Verdacht kann jetzt deine aktive Kommunikation mit Telefon, mit Internet, mit E-Mail, alles überprüft werden. Genau. Durch staatliche Software. Und das ist eine große Schweinerei. Da kommt nämlich der nächste Punkt. Du willst halt nicht, auch wenn du jetzt hier sagst, ja, Terrorismusbekämpfung oder was weiß ich, von mir aus gegen rechte Zellen auch und so. Das ist alles fein, aber das ist auf die Gesamtgesellschaft gerechnet so ein kleiner Betrag an Menschen, dass es sich meiner Meinung nach überhaupt nicht rentiert, was der Nutzen ist im Vergleich zu den Gefahren. Ich glaube, die einzige Sache, die dann doch noch rausgenommen wurde, ist, vergangene Sachen dürfen wohl nicht ausspioniert werden, sondern nur aktive Konversationen. Aber es ist trotzdem, ne? Du willst nicht eine solch mächtige Waffe in den Händen eines Regimes haben, mit dem du vielleicht nicht so übereinstimmst. Ich verstehe auch nicht, warum sie da jetzt so auftrumpfen, während sie es nicht mehr schaffen, oder wie Neonazis richtig auszuspähen, dass sie da jetzt die ganze Bevölkerung auf einmal ausspähen wollen. Also ich finde es auch schlecht. So, und wer hat es wieder durchgewunken? So, die SPD. SPD und CDU. Genau, also die SPD gilt jetzt ein bisschen als die linkere, sozialere Partei, die sich fürs Volk einsetzt und so, und für den kleinen Mann und die kleine Frau. Und dann winkt sie halt solchen Scheiß durch. Und die brauchen sich nicht wundern, wenn sie zur nächsten Bundestagswahl aus dem Bundestag rausfliegen. Ich glaube, da gibt es einfach auch nochmal einen Unterschied zwischen SPD auf Landesebene und Bundesebene, aber im Prinzip, sowieso die haben sich genug Schnitzer mittlerweile geleistet. Also die können auch ruhig einfach mal unter 5% gehen und mal über sich selbst nachdenken. Das wirkt sich immer aus. Also auch wenn die Landesregierung eine andere ist als die Bundesregierung, trotzdem, wenn der Onkel Dieter von nebenan merkt, dass die SPD in Thüringen Scheiße gebaut hat, dann wird auch zur Bundestagswahl die SPD nicht mehr wählen. Also es ist trotzdem immer eine gewisse ein Zusammenhang zumindest. Es ist doch aber so ein geiles Tool, Tino. Wir verwenden das einfach direkt an den Leuten, die dafür gestimmt haben. Zuerst. Und machen es am besten öffentlich und gucken mal, was sie so alles Geiles kommunizieren mit ihren Geldgebern. Die Schmutzkampagnen sind ja eh gerade am Auflaufen. Also Baerbock muss dir einiges einstecken. In meiner Wohnung ist die Schmutzkampagne auch am Laufen. Das kann ich dir sagen. Ja, wenn man auf der Couch sitzt, geht's eigentlich. Das ist so der sichere Hafen. Das ist hier meine Arche Noah. Arche Notreck. Arche Notreck, das gefällt mir. Ja. Es gab gegen Baerbock jetzt ganz viel Schmutzkampagnen. Und vielleicht natürlich auch ein bisschen mit zurecht, dass sie ihr Lebenslauf frisiert hat. So, das ist ja alles irgendwie uncool. Aber Georg Maaßen war einer ganz großen Sache auf der Spur. Hat nämlich getweetet, Annalena, wie heißt sie nochmal mit C? Wie war der Vorname der zweite? Charlottesville, da wo die ganzen irgendwas Rechten... Irgendwas mit C, genau. Also Charlotte. Irgendwie sind ja ihre Abkürzungen ACAB. Das haben wir vor Monaten hier schon aufgetwittert. Nee, aber er hat das getwittert irgendwie. Ich kenne den Tweet, ja. Oh, Cops are Bastards. Chiffre oder Zufall? Und ich muss sagen, der gehört in den Bundestag, der Mann. Ja, ist halt die Frage, ob das populistische Scheiße ist, um die Leute abzugreifen, oder ob er sich da wirklich... Ob er lustig sein will, meinst du? Nee, ob er halt wirklich die Möglichkeit sieht, dass da halt irgendwie, weißt du, jemand eingeschleust hat. Die ganzen Hambacher Forstleute, die haben die aus dem Baum rausgeklöppelt und jetzt da aufgestellt. Ob er das wirklich denkt, ich wage es zu bezweifeln. Hans-Georg Maaßen kann ja auch heißen Hitler,
gefällt Mussolini oder so. Mhm, auf jeden Fall. Zufall oder Chiffre? Ja. FDP, fuck der Police. Zufall oder Chiffre? Ich stell's nur in den Raum. Und es gab ganz frisch, als ich hergelaufen bin, habe ich noch gelesen, dass es jetzt eine Lobbyagentur gibt, die verschiedene Zeitungen beauftragt hat, Werbung online zu schalten, mit so einem Spruch, mit Baerbock quasi, mit so zwei Tafeln an der Hand, wo drüber steht, wir brauchen keine Staatsreligion. Und so Zeitungen wie die FAZ, glaube ich, war es, Welt und Süddeutsche Zeitung haben das tatsächlich auf ihre Homepage gebracht. Und das wird gerade sehr heftig kritisiert, dass große Medien bezahlt werden, um gegen eine Kandidatin Stimmung zu machen. Klar, es ist bezahlte Werbung, man kann da irgendwie schalten, was man möchte, aber es ist schon Zufall, dass die ganzen großen Zeitungen da mitgemacht haben. Aber ich dachte halt echt immer, die Süddeutsche, dass die so ein bisschen eisern ist. Warnung vor Antisemitis. Antisemitis. Ich habe es halt echt schon gesagt, wer Alter. Wer kennt es nicht in seinen Zähnen? Ja, der Antisemitis, wenn sich der gemeine jüdische Mitbürger in den Zähnen festkrallt. Ja, um das Gold da abzugraben. Oh, fuck, ja. Alter. Ja, das Mann, ich sag zu viel in den Streams Sexistus und Rassistus und so. So, Anti-Baerbock-Kampagne löst Empörung aus, ja. NTV. Aber hat das wirklich die Süddeutsche gemacht? Die hat doch immer so einen guten Ruf und die hat doch immer so Dinge aufgedeckt. Ja, die haben sie halt geschalten, die Werbung, Annalena auf ihrer Seite. Und die Initiative wurde wohl finanziert von den großen Firmen wie Volkswagen und so weiter. Was ja klar ist, die wollen keine grüne Bundeskanzlerin haben. Oh, sie hat auch ein ganz kontroverses Statement direkt zu dieser Kampagne abgegeben. Darüber kann ich überhaupt nicht lachen. Oh, nicht lustig. Hm. Hat keinen Humor, die Frau. Aber es ist quasi einfach nur dieses Bild gewesen. Es war nicht irgendwie ein Artikel oder sowas. Aber trotzdem antisemitisch veranlagt und so. Und ich glaube, die schaffen das. Die schaffen es. Die Baerbock, ist sie jetzt Jüdin oder habe ich irgendwas nicht verstanden? Nee, wegen des Symbols. Das ist doch dieses hier mit den Steinen und so. Das soll wohl so ein antisemitisches Symbol irgendwie, Symbolik auch. Aber ist das nicht Christentum, 10 Gebote? Oder haben Juden Steine erfunden, oder? Ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es halt nur gesehen als Überschrift. Du darfst kein Verbrennerauto fahren, du darfst nicht fliegen, du darfst nicht am Freihandel teilnehmen. Ich kotze, Alter. Du darfst nicht schöner wohnen. Was ist denn das für eine Scheiße, ja. Alter? Du darfst noch weniger von deinem Geld behalten, obwohl du jetzt schon hohe Steuern zahlst. Oh, die armen Reichen. Ist das eine miese Scheiße, Alter. Du darfst bei der Rente keine Rücksicht auf deine Kinder und Enkel nehmen. Du darfst dich nicht in erster Linie auf dich verlassen. Der Staat weiß besser, was richtig für dich ist. Du darfst deine Arbeitsverhältnisse nicht frei aushandeln. Du darfst nicht hoffen, dass der Staat vernünftig mit deinen Steuern umgeht. Das letzte sehe ich nicht. 10. Du darfst. Abgeschnittenes Bild. Sonst darfst du alles. Und die schaffen das. Also wir haben ja jetzt gesehen bei Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Ach, hier ist das ganze Bild. Sorry, aber hier ist das ganze Bild. So. Da kann man es lesen, was unten steht noch. Du darfst nicht mal daran denken, dass mit 10 Verboten Schluss ist. Was eine Scheiße ist das denn, Alter? Ja, dass die CDU Gendern verbieten will an staatlichen Institutionen. Ich weiß nicht, also dass man den Grünen immer so vorwirft, eine Verbotspartei zu sein, finde ich halt lächerlich. Weil so gesehen haben ja alle Parteien in ihrem Programm irgendwas, was sie verbieten wollen. Das Ding ist, viele Verbote sind ja auch einfach, um andere Freiheiten zu schützen. So. Ja. Wenn Leute nicht in der Kneipe rauchen dürfen, dann schützt das ja wiederum Leute, die keinen Bock auf Rauchen haben. So eine Verbotskneipe, da gehe ich nicht mal hin. Und ich glaube, es gibt immer mehr Nichtraucher als Raucher. Also sollte man sich da vielleicht für dieses Verbot zum Beispiel immer nicht so und oh, das ist alles so hässlich. Das sind halt auch so hässliche Strohmänner alles, Alter. Ja. Was ist denn, du darfst nicht schöner wohnen? Wo kommt das denn her, Alter? Was ist das? Gentrifizierung, ich weiß nicht, was die da anspielen. Ich kenne das Grünprogramm jetzt auch nicht so direkt. Gott, oh Gott. Ja, also ganz großer Crap. Ich weiß übrigens nicht, wann wir angefangen haben. Ich habe mich auf die wir haben 10 nach ungefähr angefangen. Okay. Ja, also das ist richtig guter Crap. Und das war quasi einfach nur ein Bild, was als Werbung läuft. Genau, auf den ganzen Seiten von FAZ und Welt und so weiter. Und das war jetzt der aktuelle Skandal. Wird sich vielleicht rausbreiten in den nächsten Tagen, aber das ist gerade sehr aktuell. Ich bin echt nicht der größte Grünsympathisant, aber sowas, weißt du, da denke ich mir, ey,
Jetzt muss sie erst recht irgendwie. Das ist doch. Oh, das selbst ist die Fridays for Future, weiß ich nicht, war das der Bundesverband oder so, die haben auch jetzt gesagt, dass das Baerbock oder die Grünen jetzt nicht die geilste Partei sind, um ihre Ziele. Ja, die müssen sich halt mal irgendwie absplitten, auseinander dividieren an Leute, die es irgendwie ernst meinen und Leute, die eher nicht so. Ich wollte noch sagen, dass bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ja auch jetzt die Zahlen sich wieder stark geändert hatten, irgendwie was die Umfragen anging. Es hieß ja erst, dass die AfD stärkste Kraft wäre und Grün wäre auch sehr stark, aber waren sie im Endeffekt gar nicht, Grüne und AfD. Klar, AfD ist zweitstärkste Kraft geworden, CDU ist die stärkste, aber der Grünen-Trend bricht schon langsam wieder ab. Das war ja schon mal so, zur letzten Bundestagswahl, glaube ich, aber dass die Zahlen halt so oben waren. Das war jetzt ein Bundesland, da würde ich jetzt nicht unbedingt einen Trend dran festmachen. Ja, es ist schon auffällig, dass halt jetzt wieder die ersten Landtagswahlen sind und die Umfragewerte überhaupt nicht zutreffen und dass die Grünen erst voll im Hype waren. Hm. Das hatten wir, wie gesagt, schon zur letzten Bundestagswahl und auch in den letzten Landtagswahlen in Thüringen, dass die Grünen erst voll im Hype waren, dann wieder abgefallen sind. Oh, Alter, ich hab ein halbes Jahr vor der Wahl. Ja. Es ist alles Dreck. Es ist eigentlich alles, es ist nicht alles Dreck, aber so wie es kommt, ist es alles Dreck. Ja, wie es kommen wird. Ja. Und dann halt immer dieses, oh, die CDU, die leidet ja gerade, die hat so viel Mist gemacht und dann aus dem Nichts wieder, oh, die CDU, wuhu, geil. Ich hasse alles, ey. In Frankreich ging es richtig ab. Da wurde nämlich der Präsident Macron heißt er genau, wurde live im Fernsehen geohrfeigt. Oha. Von einem politischen Gegner, irgendwie aus der Masse heraus. Der ist wohl an so einer Meute vorbeigelaufen. Auf einmal siehst du so, wie so eine Hand nach ihm schlägt und voll auf die Fresse haut. Und er ist direkt auch verklagt worden. Also es ging ganz schnell. Es war erst an diesem Dienstag, der Vorfall. Bitch-Slap, Alter. Bitch-Slap. Und er hat jetzt bekommen 18 Monate Haft, 14 davon auf Bewährung, darf nie mehr öffentliche Ämter begleiten und Waffenbesitz ist verboten worden für mehrere Jahre für ihn. Na da. Sein Statement dazu war, er hat seine Hand ist eine Waffe gewesen. Ja. Er hat noch überlegt, ob er mit Eiern wirft oder mit einer Tote werfen sollte. Hat sich aber dann doch für die flache Hand entschieden. Nachhaltigkeit, ja, Lebensmittelverschwendung, kann ich voll verstehen. Jedenfalls spannendes Geschehen in Frankreich. Mal gucken, ob der jetzt zu Märtyrer wird. Und das wird jetzt zur Tradition, weißt du, dass alle das immer schon immer. Das gab schon immer, dass Helmut Kohl geohrfeigt worden ist, dass Eier geflogen kamen oder Torten auf Wagenknecht oder von Storch. Es ist nichts Neues. Geil. Was auch nichts Neues ist, dass die Polizei Scheiße baut. Ja. Reden wir von dem Verkehrsschild, was sie manipuliert haben? Nein, wir reden auch nicht von Frankfurt, dem SEK. Wir kommen da gleich zu. Mhm. Wir reden ganz kurz mal von America, denn da ist wieder ein sehr virales Video entstanden. Und ich würde sagen, auch hier können wir die Holzschnecke vergeben, denn das ist richtig, richtig dumm. Und wie sich tatsächlich dann in der Recherche rausgestellt hat, ist das nicht das erste Mal passiert. Und zwar wurde eine Person auf den Boden gepinnt von 4 Leuten, also 4 Polizisten. Diese Person ist ja quasi schon bewegungsunfähig. Die machen dann fucking Hundehaufen, ja. Dann kommt noch eine 5. Polizistin rein, greift sich instant an die Waffe, obwohl halt 4 ihrer Kollegen auf einer Person drauf liegen, zieht die Waffe raus, schießt dabei aus Versehen ihrem Kollegen in den Rücken. Vermeintlich, sie dachte, dass das der Typ auf dem Boden war, der übrigens auch nicht irgendwie, der hat auch geklaut nur oder sowas. Das war jetzt auch nichts Krasses. Und sagt oder hat ausgesagt, dass sie dachte, dass dieser Schuss aus der Waffe in ihrer Hand, die einen Rückstoß hat, dass der von dem Opfer da unter den Polizisten abgegeben wurde und hat daraufhin nochmal in den reingeschossen. Also 2-mal in ihren Kollegen rein? Nee, 1-mal in den Kollegen. Dadurch hat sie dann den anderen ertöten. Oh shit, Alter. Ich bin gerade erst aufgestanden. Erschießen müssen, weil der eine akute Gefahr war. Ah ja, verstehe. Weil der ja geschossen hat. Hm. Mit allen Gliedmaßen von sich gestreckt. Ja. Ja. Das war auf jeden Fall ein sehr virales Video. Und ich raff das nicht. Die sind doch ausgebildet. Ich dachte mal, die wissen, wie man mit einer Waffe umgeht. Ich meine, die muss es ja auch sofort entladen haben beim Auspacken so. Hm. Da kann doch irgendwas nicht funktionieren. Da kann einiges nicht funktionieren. Und wie gesagt, das ist nicht das erste Mal gewesen. Ich habe da noch ein anderes Video gesehen von vor ein paar Jahren, wie auch jemand die Waffe rausholt, obwohl die Person am Boden liegt, ja, und eigentlich gesichert ist, holt die Waffe raus, schießt aus Versehen dem Kollegen in den Bauch, der schreit, I'm hit in the stomach.
Und dann drehen die den um, also es geht so irgendwie eine Minute noch so ein bisschen Struggle, drehen die den um und der Typ, der in den Bauch geschossen wurde, schießt dem Opfer dann 5-mal in den Rücken, Alter. Das ist so insane, was da abgeht. Warum? Ich schaff's nicht. Aber ist der Kollege auch gestorben oder nur der andere? Der in den Bauch geschossen wurde, ist nicht gestorben. Ich meine jetzt in dem aktuellen Vorfall. In dem aktuellen Vorfall, der ist, glaube ich, auch nicht gestorben. Okay. Aber der wurde halt angeschossen, also. Aber der andere ist tot. Ja. Na toll. Naja, es ist eine von 3 Meldungen, finde ich, diese Woche, was die Polizei betrifft. Eins, was ein bisschen harmloser war, dass die Polizei einem Mann fälschlicherweise einen Strafzettel ausgestellt haben. Also einem Falschparker quasi. Und der muss auch direkt in den Rücken geschossen werden. Nicht ganz so krass zum Glück. Und ein anderer, also der hat dann irgendwie seinen Widerspruch eingelegt und meinte, hier, ich darf hier parken, da ist doch so ein Pfeil an dem Schild, dass ich hier parken darf. Da haben die Cops tatsächlich, haben sich auch zum Schild begeben und diesen Pfeil abgekratzt, damit sie Recht behalten. Und es hat zufällig ein anderer Autofahrer wiederum gefilmt. Das war aber in Deutschland jetzt. Das war in Deutschland. Habe ich mir aufgeschrieben, wo? Nee, habe ich nicht gemacht. Oh, der ist jetzt in den Innendienst versetzt worden, der Polizist. Oh, der Arme. Der hat jetzt richtig bezahlten Urlaub erstmal und dann Innendienst. Wenigstens ohne Rückenschuss, wenigstens das. Hexenschuss, Rückenschuss, das ist bei der Polizei, da kommt man schnell durcheinander. Wahrscheinlich, ja. Und das war jetzt ein Fall. Oder Genickschuss. Oder Genickschuss, ja, das stimmt. Das war jetzt ein Fall, dessen Video ziemlich viral ging, in meiner Blase zumindest, meiner Bubble-Blase. Bubble-Blase ist auch richtig gut. Dankeschön. Danke, dass wir hier direkt international das Publikum mit abholen. Bubble-Blaze. und was auch ganz krass in den Medien war, also zumindest in meinen Medien, die ich so lese, dass es wieder mal 20 rechtsextreme Einzelfälle gab bei der SEK in Frankfurt am Main. Yes. Und es müssen wohl Chats aufgekommen sein von vor 5 Jahren und auch von vor 2 Jahren. Das war ein Gruppenchat voll mit Einzelfällen. Genau, und da haben wohl ungefähr 20 Leute der SEK, einer war wohl ein ehemaliger Vorgesetzter, die haben sich rechtsextreme Parolen und Memes, Bilder rumgeschickt und so weiter. Nationalsozialistisch auch, das ist jetzt aufgeflogen. Und jetzt mussten sie dieses SEK-Team auflösen, was halt nur eins von vielen war in den letzten Monaten. Es gab noch irgendwie SEK in Hessen, wurde aufgelöst, auch wegen, irgendwie weil Munition verschwunden war, rechtsextremer Memes und Chatgruppen. MEK Sachsen, SEK... Ist auf jeden Fall auf einer Ebene. Memes schicken und Munition ist verschwunden. Naja, es ist ja schon irgendwie Zusammenhang da, weißt du, wenn... Auch bei der Bundeswehr gab es auch so Fälle, wo Munition verschwunden ist und man vermutet hat, dass die halt in den rechtsextremen Untergrund geraten sind. Und wenn dann noch Chats aufploppen von Cops und von Soldaten, die rechtsextreme Sachen teilen, dann weist das schon auf ganz eklige Sachen hin. Und SEK und MacPom, genau, die sind alle aufgelöst worden in den letzten Monaten und es gibt gerade ein riesiges Polizei-Nazi-Problem. Das ist meine Mutmaßung. Gerade mal, ausnahmsweise. Meine Mutmaßung ist das, ja. Ja, also, um da auch nochmal eine andere Ebene reinzubringen. Ich würde schon mich freuen, wenn da eine gewisse Einzelfallbetrachtung gemacht wird. Denn nicht gleich, haha, hier ist ein lustiges Bild von Hitler, bedeutet, dass du rechtsextrem bist. So. Ist natürlich schwierig, wenn man da irgendwie, wenn das eine Gruppe ist, die vielleicht nur aus sowas besteht oder so. Also ich habe einen Kumpel, ich will den jetzt nicht weiter doxen, der ist halt, seine Eltern sind aus Jordanien, ja, und der arbeitet auch in einem sehr seriösen Beruf und die haben halt auch so eine Gruppe, wo die sich mitunter solche Sachen hin und her schicken. Aber er ist halt der Letzte, der in irgendeiner Form hier ein White Supremacist oder sonst was ist. So, und wenn man das nicht differenziert, finde ich es auch schwierig. Naja, die werden schon ihre Gründe gehabt haben, dieses SEK-Team aufzulösen. Ich meine, nur allgemein nicht jetzt in dem Fall, weil ich weiß ja nicht, was die geschickt haben. Ich meine, wie oft passiert es, dass gegen Cops nicht ermittelt wird, weil sie ihre Kollegen dann verraten müssen oder ermitteln müssen. Und wenn dann doch mal was passiert und Gruppen aufgelöst werden, da muss schon was Krasses dahinter stehen, was man nicht mehr vertuschen kann. Vermutlich. Bald kann man auch nicht mehr sein Alter vertuschen, Tino, denn... Also hier ist so eine richtig geile Überschrift, ohne Perso kein Porno, denn es gibt so ganz, es gibt wohl ein neues EU-Gesetz oder so, ist irgendwie an mir vorbeigegangen und da gibt es jetzt ganz viele Leute, die da testehalber schon mal in so einem Programm drin sind, dass die YouTube-Videos, die ab 18 sind zum Beispiel, oder halt auch Porn, keine Ahnung, nicht sehen können, wenn sie nicht ihren Personalausweis einschicken. Habe ich gehört gestern, ich war gestern in einer
in einer Außenbar haben wir gesessen, was man darf ja wieder. Und da war auch eine Bekannte von mir, die auch meinte, sie musste letztens irgendwie ihr Ausweis hinschicken, damit sie bei YouTube ein Video ab 18 sehen konnte. Und ja. Das habe ich noch nie gehört vorher. Aber es scheint ja was dran zu sein. Ja, insane, oder? Würdest du das machen? Würdest du Google deinen Personalausweis schicken? Also da ist doch gar nichts dabei. Die sollen doch all meine Daten haben. Ich freue mich dann über die personalisierte Werbung. Mhm. Die Perso-Werbung. Es ist schon Dreck. Also hätte ich nicht in der Vergangenheit schon an Facebook meinen Personalausweis geschickt, aber halt fast alles zensiert so, aber ja, trotzdem. Musste ich auch. Ja. Ey, das hätte ich halt niemals gemacht, wenn ich nicht irgendwie, weißt du, für Internet einfach irgendwie Facebook als Plattform, mache ich heutzutage eher nicht mehr, aber damals halt aktiv sehr viel genutzt habe. Das hätte ich niemals gemacht sonst. Das ist so ein Dreck. Ich habe das auch im Stream schon gesagt. Was bildet sich Facebook überhaupt ein, dass mein Wunsch dort zu bleiben so groß ist, um denen meinen scheiß Ausweis zu geben. Deswegen hasse ich das, dass ich das gemacht habe. Aber sie haben ihren Namen dreimal in den letzten 5 Monaten halt dein Maul geändert, irgend sowas. Jetzt dürfen sie nur noch rein, wenn wir ihren Personalausweis sehen. Das ist so ein Müll, Alter. Hatte ich auch, weil ich auch meinen Namen immer irgendwie anonymisiert habe und da musste ich dann doch mal richtigen Namen angeben. Da haben sie mir nicht geglaubt, dass ich Klaus echt heiße und da musste ich meinen Ausweis einschicken. Komisch. Leider. Ja, deswegen auch hier wieder, ne? Das sind auch so Sachen, solange das alles cool ist, ist es cool. Aber sobald es halt nicht mehr cool ist, ist es richtig hart nicht mehr cool. Was meint ihr in den Kommentaren? Würdet ihr euren Perso an Google oder Facebook schicken? Schreibt es in die Kommentare. Es ist so ein Dreck, Alter. Wäre auch kein Facebook. Glory Days von Internet, die sind vorbei, Mann. Die gehen jetzt gerade vorbei, das stimmt. Vielleicht wird auch das Darknet dann Mainstream. Wer auch gerade vorbeigegangen ist, ist eine tschechische Schauspielerin. Wird ihr erstmal nichts sagen und euch da draußen auch nicht. Und zwar Libuse Safran. Doch, Busen kenne ich. Libuse Safrankova. Libuse Safrankova. Und zwar ist die Schauspielerin von 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Nein! Die ist mit 68 Jahren gestorben. Die war so süß. Die war richtig süß und ist jetzt quasi nur noch süß im Himmel. Och. Die mag ich. Ja, die war toll. Also früher stimmt. Halt, was weiß ich, Menopause, Frauen, bah. Aber die war echt eine richtig hübsche. Also zumindest zum Zeitpunkt des Drehs. Und es war noch nicht ganz mein nekrologischer Teil des Brennpunkts. Ja. Es gibt noch einen, der auch von uns ging. Und zwar, ironischerweise vom Kanal The Real Life Guys, ist jetzt ein Real Death Guy. Es war ein Kanal von Zwillingen, die wollten, wo es ein bisschen, die haben so Bauvideos gemacht und haben verrückte Dinge gebaut und wollten so als Message rüberbringen, geht mal mehr offline, macht mal mehr lustigere Sachen. Lass mich raten, der zweite Zwilling ist jetzt etwas zwiegespalten. Genau. Ist nur noch eineigig inzwischen. Ja. Und zwar ist Philipp Mickenbecker mit 23 Jahren an Krebs gestorben. 23? 23 Jahre. Das, Alter. Voll alt, ich weiß, für YouTube ist es das schon ist sehr ja alt. Richtig, ja. Nee, das ist ja richtiger Crap, Alter. Ich dachte jetzt, das waren irgendwie so ältere Semester. Nee, gar nicht. Und ja, der hat sich wohl schon länger irgendwie geoutet als krebskrank. Und ist hat, out of closet gekommen, Alter. Genau, hat es auch in verschiedenen Formaten irgendwie erzählt, bei SternTV glaube ich auch und so. Und ging damit öffentlich um und ist jetzt quasi schon im Juni, also Anfang Juni schon gestorben, irgendwie am 9. oder 6. Und es kam jetzt erst in die Öffentlichkeit. Richtiger Dreck. Richtig. Krebs ist richtiger Dreck, Alter. Das stimmt. Ich bin gegen Krebs. Ich bin auch dagegen. Lass da mal Kampagne gegen machen. Lass mal Krebs mit dem Staatstrojaner ausspionieren und gucken, was der so vorhat, ja, damit wir das unterwandern können. Gute Idee. Dreck. Ja, also das ist auf jeden Fall richtiger Müll. Man sollte auch den Telegram-Channel von Krebs sperren. Definitiv. Apropos, Attila Hildmann. Ja. Sein Telegram-Kanal wurde auch gesperrt. Also er ist noch da. Man kann ihn sehen über Desktop. Aber über iPhone und Android, verschiedene Android-Geräte kann man den Kanal nicht mehr abrufen. Mhm. Wegen antisemitischer Inhalte. Komisch, wie kommen die da rein? Verstehe ich auch nicht. Wahrscheinlich Maus gerutscht oder so. Mhm. Oder waren nur lustige Memes, wie beim SEK, glaube ich. Das war einfach nur lustig gemeint. Ja. Ich meine, ich kenne auch jemanden, der nicht deutsch ist und auch solche Memes teilt. Und Hildmann ist ja auch jetzt nicht der Bilderbuch-Bio-Deutsche. Mhm. Das war alles nur Spaß, glaube ich, was er gemacht hat. Freiheit für Hildmann. Ja, zum Glück in solchen Telegram-Gruppen fällt es halt nicht schwer, einfach da mal nachzulesen, ne?
Da brauchen wir keinen Staatstrojaner für. Nicht wirklich. Und da wird halt ewig nichts gemacht. Es ist alles so dumm. Bis er fliegen konnte. Im Übrigen noch nicht ein wichtiges Teil der Regelung vorgelesen. Von welcher? Von dem Staatstrojaner. Ach so. So, hier. Es geht um die Abwehr, und jetzt Zitat, einer dringenden Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse liegt. Das steht da so wortwörtlich drin. Mhm. Und da frage ich mich doch nun wirklich, wenn Politiker, ja, in irgendeiner Form Geld bekommen oder irgendwo eingeladen sind und dann plötzlich solche Gesetze beschließen, liegt es nicht im öffentlichen Interesse, das mal ganz genau zu untersuchen? Mhm. Hm? Also, liebe 340 Leute oder so, die dafür gestimmt haben, lasst uns doch mal teilhaben an eurer Konversation. Das liegt im öffentlichen Interesse. Gab es nicht schon mal so eine Diskussion um Staatstrojaner vor einigen Jahren? Ich dachte, den gibt es schon längst. Nee, sonst würde ich jetzt hier nicht mehr sitzen. Ach so, ja. Also jede Ausgabe kann die letzte sein vom Brennpunkt. Ist so. Also kauft noch einen Hörerwunsch, solange ihr noch könnt. Solange wir noch nicht vom Staatstrojaner aufgefressen worden sind, könnt ihr noch für 20 Euro uns buchen für eine Stunde ein Thema eurer Wahl. Wir haben noch Gendern vor uns. Ja, und das, Leute, da werden wir wohl auch zu viert hier sitzen. Es wird hitzig. Es wird hitzig, ja. Und wir werden die Problematik des Genderns ein für alle Mal lösen. Das verspreche Robin ich euch. Robin hat eine ganz große Ankündigung hier verbreitet. Also meine absolute favorisierte Lösung ist, es bleibt, wie es ist. Mhm. Aber wenn sich was sprachlich ändern muss, dann habe ich die perfekte Lösung. Ich bin sehr gespannt. Ja. Spoiler ist auch keinem. Ich habe es auch im Stream. Ich versuche mal groß einfach schon mal das zu machen, aber nee. Ich spoiler das nicht. Ich schicke meinen Staatstrojaner auf deinen Rechner und dann höre ich dir mal zu, um dir entgegenkommen zu können. Und wir haben noch einen Hörerwunsch zum, was war das Thema nochmal? Ja, zu nichts. Ach, nichts. Das dürfen wir frei wählen. Greywolf, geile Sau. Ah, stimmt, ganz vergessen. Ja. Ihr könnt gerne Vorschläge in die Kommentare reinschreiben. Was wollt ihr unbedingt, worüber wir mal reden? Also ich überlege, wenn jetzt keine coolen Vorschläge kommen, Wrestling zu machen. Mhm, ja. Mal sehen. Oder Falco. Halb-halb wollten wir ja machen. Halb-halb, genau. Ja, ich habe auf jeden Fall auch nochmal so einen kleinen Weckruf gehabt, als ich hier auf Reddit gesurft bin gestern. Da dachte ich so, oh, ich scroll mal durch und auf einmal, guck mal, ist das hier so als Startbild. Oh, eine Swastika. 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 Eine Franziska. Einfach so zwischen diesen ganzen, ja, hier Magic-Karten, ein Skate-Clip und so, einfach so eine Hakenkreuz-Flagge. Das ist ja hier ähnlich. Ich meine, ich sehe ja Freundebilder, eine Gitarre, ja. Schallplatte und ein Hakenkreuz. Ja, das hat alles Kontext. Lieber Staatstrojaner, hör kurz weg. Und die Nachricht war, dass ein Soldat in Österreich jetzt 19 Monate ins Gefängnis kommt, weil er ein Hakenkreuz tätowiert hat. Wo hat er dieses Hakenkreuz tätowiert? Auf der Nase. Nein. Hals. Nein. Auf seinem Penis. Nein. Ach, schade. Auf dem linken Hoden. Wahrscheinlich aus Solidarität für Hitler oder so. Ach, süß. Ich verstehe nicht, warum dann das Vorschaubild dieser Nachrichtenseite so ein fucking Hakenkreuz, also einfach, ist wirklich eine ganz normale Hakenkreuzfahne. Die hätten einen Hoden nehmen sollen. Die hätten wahrscheinlich eher einen Hoden nehmen sollen. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Kann man mal machen. Die Frage ist, das muss ja höllisch wehtun. Ja, das muss richtig wehtun. Und vor allem, wird das dann weggelasert oder kommt er nach 19 Monaten raus und wird gleich wieder reingesteckt, weil er es halt immer noch hat? Oh, gute Frage. Ja. Sein Bruder hat das übrigens gemacht. Das ist doch so Family Bonding, weißt du, so ein bisschen connecten. Mhm. So ein bisschen einfach Familienfreizeit. No homo, no incesto. Ja. Fand ich gut. Ich hatte mal einen guten Bekannten, der hatte ein Pentagramm auf seinem Penis tätowiert, den er mir auch mal gezeigt hat. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Und er meinte, er musste während des... Du wolltest unbedingt mal das Pentagramm sehen, richtig? Genau. Ja, er meinte, ich habe ein Pentagramm auf dem Penis. Ich habe gesagt, glaube ich denn nicht? Und dann, klar. Dann sind wir kurz um die Ecke, hat mir seinen Penis gezeigt. Und er meinte, er musste während des Tätowierens eine Erektion haben die ganze Zeit.
Oha. Das ist ist ja jetzt nicht mega schwer, aber ich fand es halt krass. Ja, aber wenn da Schmerz am passieren ist, ich bin das da... Das tut noch mehr weh dann, wenn das Blut an deinem Penis ist. Ja, ich bin da auch nicht der allergrößte Fan von, also ich glaube nicht, dass ich die aufrecht halten könnte, während da jemand irgendwie an mir rumsticht. Mhm. Kann auch geil sein, wenn man auf Schmerzen am Penis steht. Wie der Typ hier im Beitrag. Ja. Auf seinem Hoden. Richtig. Um bei dem Thema zu bleiben, Hoden und hodenlose Frechheiten. Mhm. Es ging jetzt ein Bild viral von einem T-Shirt von einem Edeka-Laden in Schleswig-Holstein. Da gab es nämlich ein Edeka. Edeka, ein Werbet-T-Shirt, wo drauf steht, der beste Fick im Norden. Mhm. Weil Edeka und Rewe-Geschäft haben ja meistens einen Eigentümer und Eigentümerin, wo dann der Name draufsteht, Rewe-Filiale Thomas Schmidt oder so. Mhm. Und der heißt wohl Fick mit Nachnamen. Und deswegen hat er sich der beste Fick im Norden. Aber ist das jetzt ein Skandal oder ist das einfach cool? Es war ein Skandal, also viele fanden es überhaupt nicht witzig und meinten, ja, wenn das Kinder lesen und so. Aber er heißt ja nun mal Fick, in vierter Generation schon. Wenn Kinder so alt sind, dass die Fick lesen können, dann verstehen die auch, was es ist. Ja, ein Nachname. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, richtig dumm. Bin ich ein Freund von. Du kannst dich bei jeder Scheiße immer ankommen mit den hässlichen Kindern, Alter. Och, die Kinder, denkt einer an die Kinder. Halt's Maul. Was, wenn die zwei Männer sich küssen sehen, dann werden die auch schwul. Ja. Klar, wenn ich Pferde auf der Koppel sehe, bin ich auch zum Pferd geworden. Ist ja wohl klar. Ja, das ist dann... Es gibt halt YouTube Kids und trotzdem muss auf dem richtigen YouTube noch... Och, die Kinder, och, die Kinder. Halt's Maul, es ist übelst dumm. Ja, sehe ich genauso. Ich würde es tragen, nur aus Solidarität. Okay. Bestell mir eins. Wir sind halt leider nicht. Wir können durchstreichen und Osten draufschreiben. Der beste Fick im Osten. Das stimmt. Yes. Okay, also wer auch richtig gut ficken kann, ist Milliardäre und zwar die Steuersysteme. Ja. Was eine Überleitung. Jules ist hoffentlich stolz auf mich. Es gab nämlich eine absolute Bombshell diese Woche in Amerika. Und zwar eine... Also von ProPublica veröffentlichte Analyse von den IRS-Daten. ProPublica? Ja, ProPublica ist so eine Zeitung. Mhm. Und IRS ist halt die Steuer... wie sagt man hier? Das Finanzamt. Mhm. So in Amerika. Kennst du nicht, ne? Kenn ich nicht. Nee, was ist das? Finanzamt. Ja. Und die haben offengelegt, sie nennen es die True Tax Rate. Also eigentlich... sollst du eine gewisse Prozentzahl an Steuern zahlen. Mhm. Aber dadurch, dass die Leute andere Zahlen angeben, dadurch, dass Spekulation an der Börse sehr viel schwächer versteuert ist als jemand, der einfach ganz normal arbeiten geht und halt dieses spekulative Geld dadurch sehr viel um ein Vielfaches gesteigert werden kann und dass das Geld, was quasi nicht Cash ausgezahlt wird, auch so gut wie nicht versteuert wird. Das sind halt alles so kleine Tricks, wie die Superreichen noch viel superreicher werden. Also du gehst ganz normal arbeiten bei McDonald's oder so und bezahlst effektiv viel mehr Steuern prozentual als diese sehr reichen Menschen. Ja. Das ist ein faires System, absolut. Ja. Ja. Und so kam jetzt zum Beispiel raus, dass die True Tax Rate bei Warren Buffett zum Beispiel bei 0,1% besteht. Dann haben wir hier Jeff Bezos, 0,98%. Michael Bloomberg, der sich auch kurzzeitig als Präsident beworben hatte, 1,3 und Elon Musk 3,2%. Was für ein Held, oder? Die werden richtig in den Ruin getrieben. Das finde ich richtig traurig, was da gerade passiert. Aber ich raff das nicht. Also gibt es dafür eine Grundlage, dass die keine Steuern zahlen müssen? Es muss ja irgendwie, weiß nicht, das Finanzamt muss da furchtbar hinterher sein, dass die Steuern zahlen müssen. Nicht, wenn das Game rigged ist, weil wenn diese reichen Leute viel Geld in die Hand nehmen, um vielleicht auch den einen oder anderen Politiker zu kaufen, und das ist jetzt keine Spekulation, das ist keine Verschwörungstheorie, das ist auch alles bestätigte Sache. Das sagt Wendler auch immer. Richtig. Und dann ist das halt im Interesse, weißt du? Dass die halt einfach ein bisschen besser dastehen. Es ist auch absolut fair, dass die ihr Vermögen um eine Billiarde irgendwie vermehrt haben, während andere verhungert sind in der Pandemie. Das ist halt einfach ein faires System. Die haben halt einfach die Ärmel hochgekrempelt. Darum FDP wählen zur nächsten Bundestagswahl. Aber Alter, 0,1% Warren Buffett, das ist fair. Der hat... ich kenne den nicht mal. Der hat halt sein Wealth Growth, also sein, ne, wie er sein Reichtum vermehrt hat, das sind 24,3 Milliarden. Mhm.
Aber Total Income reported hatte er 125 Millionen. So, weil, ne, das steckt halt da drin und das ist hier Börsenspekulation, das ist, das Geld habe ich ja eigentlich gar nicht. So. Das ist kein echtes Geld, das ist Spielgeld. Und das ist schon interessant. Im Zuge dessen kam auch raus, dass mittlerweile, wenn du arm bist, in Amerika, ist es irgendwie dreimal so wahrscheinlich, dass die Feds, das halt das Finanzamt, mal überprüft, ob das alles mit rechten Dingen zugeht, was du tust, als wenn du reich bist. Das ist fair. Es ist furchtbar fair. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde das immer so ein bisschen... Es erkennt doch ein normaler Mensch, dass das nicht fair ist und dass da irgendwie was nicht stimmt. Aber es scheint irgendwie keinen zu interessieren. Ich meine, ständig gehen Leute auf die Straße gegen jeden Scheiß, weißt du? Die haben... Nebenan hat die Außengastro geöffnet. Da spazieren die Querdenker aber und haben Angst vor einer Diktatur. Und das Merkel nie wieder auf. Aber Merkel tritt gerade zurück. Und die Lockerungen fangen wieder an, während die demonstrieren für Freiheit und so weiter. Aber raffen halt nicht, dass die halt von denen verarscht werden, also von diesen reichen Leuten, dass die eigentlich ausbeuten. Ja. Das verstehe ich nicht. Aber schreib es in die Kommentare. Yes. Wie denkt ihr? Kann es das ist passieren? Halt auch einfach so Cancer, dass wenn man so fuck off reich ist, dass man Geld scheißt, Alter. Warum muss man dann wirklich jeden einzelnen Trick noch anwenden, um noch weniger Steuern zu zahlen, um hier noch... Das ist so crap, Alter. An irgendeinem Punkt reicht es dir denn nicht, dass du auch überhaupt diese Energie darauf verwendest, so, weißt du? Wenn du irgendwie, wenn du eine fucking Milliarde hast, warum lehnst du dich nicht zurück, machst irgendwie nur noch geile Scheiße, statt in irgendeiner Form daran Gedanken zu verschwenden, warte mal, wie kann ich jetzt, wenn ich mein Geld jetzt noch dahin stecke und mir dann meine Yacht kaufe, die eine Support-Yacht hat, dann kann ich das da so gegenrechnen, weil ich brauche die dann für mein Amazon, ganz wichtig, weil das ist dann ein Transportschiff. Oh, ich weiß nicht. Die haben Angst, mal nicht mehr reich zu sein, deswegen müssen die noch reicher werden. Lieber die Tendenz nach oben schieben als nach unten, ja. Ist doch klar. Oh Mann. Naja, ich kann in dem Sinne nur sagen... Oh, Frau Merkel, ja! Oh ja, Frau Merkel, geht's mir! Komm, fick mich, du Schlampe! Merkel, fick mich, du Schlampe! Ja! 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 Ah! Das beste Video diese Woche von ja. MCM. Also, das kann sein. Ich weiß nicht, was der so macht, aber das macht mich regelmäßig sprachlos. Auf jeden. Das war auf jeden Fall auch so ein Jaw-Drop-Moment diese Woche. Ja, ja, hat jede Aufmerksamkeit verdient, die er kriegen kann. Ja. Er hört ja auch zu, ne? Liebe Grüße. Jetzt bist du völlig raus, oder? Ich hab's ja schon gesehen, aber ich hab gehofft, es nicht nochmal sehen zu müssen. Ja, vermeintliche Wix-Video. Was ich sehr, sehr gerne viel mehr sehen würde, ist die Lösung, die japanische Toiletten in. Du ahnst es vielleicht bereits, Japan haben. Mhm. Und du zwar... Du warst mal da, ne? Ich war da tatsächlich ja, mal. Krass. Mehrere Millionen von Liter Wasser werden dadurch jährlich gespart. Und wenn die gute ACAB uns sowas bringt, dann sag ich, grüner Daumen nach oben. Du meinst Klos mit so... Nee, die Spülung, nicht Arschwasserspritzen. Ach so, nee, das meine ich gar nicht. Bidet ist ja auch nicht jetzt das exklusiv japanische Ding. Aber die haben einfach ihre Waschbecken oben überm Klo installiert. Das heißt, du wäschst dir erst die Hände und dann wird dieses Wasser verwendet, um die Scheiße wegzuspülen. Das ist ein so simples Ding, ja. Wo du denkst, ja, of course. So. Das ist ja voll smart. Ja, why the fuck not? Was kümmert mich, wie sauber das Wasser ist, was ich da im Klo habe? Also wir haben ja auch so ein Duschkopf irgendwie gekauft, der auch Wasser spart, der hat so Steine drin, die das noch ein bisschen filtern und so und das Wasser irgendwie härter, glaube ich, machen, dass du weniger brauchst automatisch. Ja. Aber das ist ja noch smarter. Ja. Also das ist jetzt auch keine explizite News diese Woche, aber ich habe es halt diese Woche nochmal gesehen, weil es einer der Top-Posts auf Reddit war und da gucke ich ja immer mal rein, ob da was Interessantes ist. Es soll ja auch unsere Woche sein. Wenn wir Sachen entdecken in der Woche, ist es ja auch wichtig. Das ist ja auch der Brennpunkt. True. Es war auch ein anderer Top-Post, der Cosplay-Medic, ja. Einer, der irgendwie Cosplays, die auf einer Messe kaputt sind, da ist er dann mit Nadel und Zwirn am Start und repariert. Das war
für mich nicht interessant. Das ist jetzt für unsere Cosplay-Zielgruppe. Lassie freut sich, wenn sie das hört. Och, da ist mir mal irgendwie der Bogen geplatzt. Da kommt der Cosplay-Medic um die Ecke und bricht mir einen Ast vom Baum ab. Geil. Das finde ich voll cool, dass es sowas gibt. So selbstlose Menschen auf diesen Messen und so und Treffen, die dann einfach Waffen... Ja. Es gibt auch immer ganz viele Leute, die im Rucksack so ganz viele Powerbanks haben und dann gucken so Kabel hinten raus und du darfst dich ranstecken und so. Geil. Ich mache das immer mit meinem Penis. Ja. Das ist das Gleiche quasi. Ja. Und ich kannte mal einen an der Uni, der war Barbier. Der war auf diesen Mittelaltermärkten, hat er kostenlos den Leuten den Bart rasiert oder die Haare abrasiert, so mit so einem Messer. Geil. Das finde ich voll krass. Hätte ich Angst. Ich habe es mir auch einmal machen lassen von ihm. Und ich fand's. Hast du ihn machen lassen? Von ihm machen lassen, danach noch rasieren lassen. Ja. Und es war gut. Er hat es gut gekonnt, gut gemacht. Hat es auch sich beibringen lassen. Also Grüße gehen raus an alle Barbiere und an alle Akkuspender und an die Cosplay-RepariererInnen. Anna, Charlotte, Barbier. Charlotte heißt sie, genau. ACAB. Yes. Einen Grund mehr, sie zu wählen, wenn du mich fragst. Ja, dann habe ich mich noch... es passt ja eigentlich nicht mehr. Ich glaube, ich hebe es mir eher für den Hörerwunsch auf mit Gendern, weil da passt das irgendwie ein bisschen besser rein. Das muss jetzt nicht explizit hier stattfinden. Wer nicht mehr so gut reinpassen soll in die Linkspartei, ist Wagenknecht. Was? Ja, es gibt ein Ausschlussverfahren gegen sie. Aber von einer kleinen Gruppe, also die Mehrheit, glaube ich, der Linken, wie ich es mitbekommen habe, ist wohl noch für Wagenknecht. Ich habe manchmal ein Ausgussverfahren aus einer kleinen Kuppe. Echt? Ja. Das ist beneidenswert. Ja. Das hat sie wohl nicht, Wagenknecht. Ja. Also ich glaube nicht, dass sie ausgeschlossen wird, dafür ist sie viel zu wichtig in der Partei. Aber ihre Grundsätze sind andere. Sie hat wohl ein Buch veröffentlicht, irgendwie, ich weiß gar nicht wann, in welchem sie ihre eigene Partei stark kritisiert und seitdem sie Spitzenkandidatin ist, gehen wohl auch die Wählerstimmen zurück und es sind Kandidaten ausgetreten, also Mitglieder ausgetreten und das begründen die halt damit, dass sie deswegen austreten soll. Aber die wirklich rauszuwerfen, das würden die nicht wagen, Knecht. Es würden sie, nee, ja. das wagen sie sich, die Knechte nicht. Ja. Ich merke, ich muss mehr so, ich weiß nicht, die News die letzten Wochen, weißt du, die waren immer alle so... Dass ich mich da so gern drüber aufrege, aber eigentlich will ich ja hier sitzen und sowas machen. Eigentlich müsste mir zynischer werden, das stimmt. Ja. Aber dann ist man dann doch so invested drin und nee, ist okay. Nächste Folge, 120. Da kommen hier nur noch schlechte Wortspiele, Alter. Ja. Ich höre gar nicht mehr, was Tino sagt. Ich achte nur auf Wörter und schmeiß eine Punchline rein. Penis. Ha, ich habe auch einen Penis. Ja. Nee, aber das ist ja immer so das Ding, auch der Gysi und die Wagenknecht. Das sind ja eigentlich ganz coole Leute, so, ne? Aber die Linken, die kann ich auf keinen Fall wählen. So. Ich weiß nicht, also, die sind halt schon solide Leute. Ja. Was sind denn solide Leute aus anderen Parteien? Ja, gut, da kommt die SPD an. Wir haben den Kevin Kühnert. So. Der ist auch ganz solide, wow. Finde ich. Ja, und dann kommt die CDU an und sagt, guck mal, wir haben Amthor. Nein, das nicht. Ne. Was ist das denn? Ja. Weißt du? Es ist schon alles irgendwie crap. Die jungen Leute vor allem. Das sind die jungen Leute nicht nur, aber vor allem. Yes. Das war Folge 119. Ich habe nicht mehr viel. Nö, wie gesagt, ich heb mir das letzte noch auf. Aber sonst müssen wir ja eh langsam zum Schluss kommen. Ja. Und die Woche mit einer Note bewerten. Ich finde, der Staatstrojaner, das ist schon ein Riesending. Das ist ein Riesending. Betrifft ja irgendwie alle. Das ist halt auch wieder so ein Ding, was viel zu wenig diskutiert wird. Eigentlich wie Artikel 13, nur viel kleiner irgendwie. Artikel 13 waren viele Leute auf der Straße. Eigentlich hätte es ganz Deutschland sein müssen und eigentlich müsste auch jetzt ganz Deutschland auf der Straße sein. Ich kann natürlich trotzdem sehen, dass es hier und da bestimmt auch mal helfen wird, irgendwas wirklich Schlimmes zu vereiteln. Ja? Mhm. Absolut. Sagt keiner was dagegen, aber trotzdem, alle pauschal unter Generalverdacht, ja. Das ist halt der Punkt, der gar nicht geht. Also wenn du schon irgendwie einen Ansatz hast, hey, hier diese Person, die ist eh gerade irgendwie auf Bewährung oder ist schon mal auffällig gewesen in der Vergangenheit, dann sehe ich das halt eher. Aber dieses Gesetz erlaubt es halt wirklich jeden einfach auszuspionieren. Und das kann nicht sein. Sehe ich genauso. Übrigens, Alter, und auf derselben Note, weil dieses, was ich jetzt mit der Tax Avoidance, mit der True Tax Rate gesagt habe, das ist ja auch nicht einfach öffentlich, also auch von offizieller Quelle passiert, sondern es gab auch da eine Art Whistleblower und die Biden-Administration hat natürlich das Vernünftige gemacht, hat nicht gesagt, oh, Moment,
Da ist aber irgendwie was schiefgelaufen, dass diese Milliardäre so viel Steuern hinterziehen. Das ist aber komisch. Nein, die Biden-Administration hat natürlich das Gute gemacht und hat gesagt, da werden wir mal der Sache auf den Grund gehen, wie das veröffentlicht werden konnte. Hm. Diesen Whistleblower, den werden wir aber mal herausfinden. Das ist das eigentliche Problem dabei, ne? Ja, auf jeden Fall. Nächster Assange, nächster Snowden, es ist einfach so räudig. Wir hatten auch die Ohrfeige gegen Macron im Fernsehen. Wir hatten, die muss ich mir echt angucken. Ja, mach das. Wir hatten Polizisten und Polizistinnen, die ihren Job nicht richtig machen oder eben doch richtig machen, ich weiß es nicht, wie sie geschult werden. Und die Telegram-Gruppe von Hildmann wurde, also nicht die Gruppe, der Kanal wurde gesperrt. Wir haben Simon und Sabine. Oh Gott, erinnere mich nicht daran. Ja. Und Hasselhoff. Yes. Der für, und die Ärzte, deren Album jetzt geleakt worden ist. Also nicht das Album, aber wie es heißen wird und wie es aussieht. Ja, also ich bin gefühlt schon so bei einer 8. Ja, ich auch, wollte auch gerade eine 8 sagen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil Staatsfeiern ist halt schon ein Ding, aber das ist halt so ein, weißt du, da explodiert nichts. Da kann man nicht den viralen Hitler vergeben. Das ist halt kacke, aber das ist jetzt nicht so flashy wie jetzt irgendwie so ein Attentat. Christchurch oder so, ne? Wo, ne? Aber die Bombe ist ja schon gelegt worden. Mhm. Wenn sie mal hochgeht und irgendwie Daten geleakt werden von Privatleuten. Wenn ich dann im Knast bin, weil ich mal irgendwie ein Hakenkreuz-Meme verschickt habe. Das wäre eine 9 für mich, ja. Dann können wir aber schön außen, da kommst du an mein Gitter, wir nehmen einen Podcast auf und dann vergebe ich eine 9. Einmal die Woche darfst du dann, glaube ich, auch Besuch empfangen im Gefängnis. Dann muss es für mich immer natürlich frei halten. Einmal die Woche dürfen auch die Zuschauer unseren Podcast empfangen. Das stimmt. Das ist doch sehr, sehr schön. So wie unsere Zuschauer auch. Schön. Und Leser. Schön. Ja, und wie wir euch in Zukunft nennen, eventuell, das erfahrt ihr beim nächsten Hörerwunsch. Ich bin so gespannt. Wir haben prominente Gäste. Ich hoffe, das ist jetzt bestätigt. Nee, ich jinx nicht. Ich sag jetzt gar nichts weiter. Das wird ganz toll. Ja, denke ich auch. Vielen Dank für diesen Hörerwunsch. Dann ist das Thema Gender wirklich ein für alle Mal durch. Es wird sicherlich nochmal aufkommen, wenn aktuelle Themen... wenn jetzt Merkel sich hinstellt im Minirock in den Bundestag und sagt, ich bin jetzt Angelo Merkel. Ja, dann kannst du aber wissen, dass MCM ein neues Video macht. Oh! Das ist also für mich das Absurdeste ist, warum gerade fucking Merkel, die asexuellste Person auf dem fucking Planeten, was hat MCM mit dieser Frau? Gerade das macht es ja für ihn vielleicht aus, dass er nicht an sie ankommt. Ja. Das, was du nicht haben kannst, ist ja das Erotischste für viele. Merkel ist auf jeden Fall das Erotischste. Das ist eine gute Schlussbilanz hier vom Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Und alle warten auf die Fanfiction, auf Teil 3. Oh ja, Jules. Hoffentlich zur 120. Ausgabe. Das wahrscheinlich nicht nächste Woche, das muss wahrscheinlich ausfallen. Aber ansonsten, wir freuen uns. Ja. Gut. Die Musik. Au! Auchi, auchi. Au. Der tolle Song. Da-da. Da 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 da